Auf dieses Duell hat die ganze Fußballwelt gewartet. Es ist ein Duell, in dem alles drin ist. Ein Duell, das Fußball vom Allerfeinsten verspricht. Gleich kann es hier endlich losgehen. Gleich rollt hier der Ball. Bleiben Sie unbedingt dran. Wer setzt sich heute durch? Bleiben Sie dran. Wir zeigen es Ihnen natürlich live. Willkommen im Signal Iduna Park, liebe Zuschauer daheim an den Geräten. Das Wetter ist klasse. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Wolf Fuß und ich darf dieses heutige Spiel zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Halloween-Spiel. Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim. Fußballer, da kommt er dran. Gute Aktion, er legt ihn drüber. Ecke Borussia Dortmund. Können Sie klären? Und so tritt der BVB heute also an. Im Tor ist Gregor Kobel. Nico Schlotterbeck spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Marcel Sabitzer steht. Er trifft die Latte. Zieht einfach mal ab. Macht das ganz sicher. Haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Da machen sie viel Druck. Er holt sich vorne den Ball. Chance zur Führung. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Dortmund über außen. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Holt sich den Ball. Niklas Füllkrug. Machen Sie das Tor. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Boah, kein Tor, was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Möglichkeit. Da ist die Flanke. Den Ball holt er, gut verteidigt. Auf außen ist jetzt Platz. Ball kommt rein. Gute Flanke, da hat er den Ball. Und da wäre Platz. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Da kommt die Ecke. Man spürt es, sie suchen die entscheidende Lücke. Beide gefährlich. Fans können erstmal durchatmen. Das wäre oben ein harter Ausgleich gewesen. Eine klasse Parade. Aber wenn sie weiter so viel Druck machen, sich die Chancen erarbeiten, dann dauert es nicht mehr lang. Ah, oh, da geht er vorbei. Ball kommt in die Mitte. Erstmal gut zugemacht. Anton Stach. Den hat er förmlich geahnt. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Ja, souverän geklärt, trotz des Drucks. Da ist der Ball weg.
Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Unwiderstehlich von Reus. Reus, was macht er draus? Reus trifft! Da ist die Wiederholung dieses Treffers. Marco Reus setzt sich durch. Und dann Marco Reus, kurze Distanz. Da ist das Tor für einen Mann seiner Qualität kein Problem. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Kaderabek. Da haben sie keine große Mühe. Das ist die Chance. Wieder machen sie das Tor, wieder setzen sie sich entscheidend durch. Führung nun also 3 Tore. Da hat er sich klasse durchgesetzt. Ja, stand unter Druck, aber kommt trotzdem zum Abschluss. Mit 3 Toren ist der BVB jetzt vorne. Das Spiel geht weiter. Die Gastgeber führen deutlich kurz vor dem Pausenpfiff in diesem Spiel. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das wird nach der Pause kaum anders sein. Sie dominieren das Ding hier. Ist bisher ein klasse Spiel. Brooks. Grisha Prömel. Ballbesitz ist weg. Brandt. Chance über außen. Da ist die Hereingabe. Und die Flanke hat er. Brooks. So, 1 Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Machen Sie gut. Steilpass. Gute Parade. Wird Ecke geben. Wir sehen den Wechsel. Die Nummer 14, Maximilian Bayer. Ecke ins Zentrum. Florian Grillitsch. Da lässt er nichts zu. So, Pausenpfiff, das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Der BVB ist klar vorne. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Anpfiff zum zweiten Durchgang. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Dankbarer Ball, ungefährlich. Florian Grillitsch. Robert Skov. Anton Stach. Das ist Go. Außen sind die Räume vielleicht jetzt da für Hoffenheim. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ball geht knapp drüber. Can. Das ist Brandt. Brandt gibt den Ball her. Nico Schlotterbeck. Wo ist jetzt? Da wäre Platz für den Konter. Pavel Kaleschabek.
Muss Abschluss geben. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Er fängt diesen Ball ab. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gefährlich. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Florian Grillitsch. Das ist Go. Gut verteidigt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das ist Andrej Kramaric. Den Zweikampf führt er sehr gut. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Vince Baini. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt wird hier gewechselt. Ozan Kabak. Daniel Mahlen am Ball. Da ist die Flanke. Er kann klären. Wout Weghorst. Kramaric am Ball. Das ist abseits. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Nee, nee, Ballverlust. Jetzt ist er durch. Gefährlich, immer noch. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Da kommt dieses Tor noch mal. Zuerst der Ball nach hinten. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Reus! Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Dortmund wechselt. Der BVB erarbeitet sich seine Chancen und kann die dann auch ein ums andere Mal nutzen. Also das macht die Mannschaft heute schon sehr clever. Gut gespielt, dieser Steilpass. Aber dann sind sie doch ein wenig zu unkonzentriert, machen nichts draus. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Wout Weghorst. Drin, da ist das Tor. Da sehen wir den Treffer nochmal. Ja, alles genau richtig gemacht. Ja, den Ball kannst du dann nicht mehr halten. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Vince Baini. Brandt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Er bekommt die Unterstützung. Stach. Hier das Bebu. Wichtige Aktion. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut.
Kramaric. Der Einwurf für Hoffenheim. Schöne Aktion. Ball abgefangen nach diesem Steilpass. Marco Reus. Sie geben den Ballbesitz ab. Das sieht gefährlich aus. Kein Problem, den hat er. Salihoğlu. Schwache Aktion, Schiedsrichterin pfeift sofort und ich glaube, das kann auch gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Klasse durchgesetzt. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Das war gut, was er heute angeboten hat. Tja, er hat Anlass zur Freude, würde ich mal sagen. Gute Leistung, Sieg eingefahren, gelungener Arbeitstag.